Moin, moin, meine lieben Leute, willkommen zurück zu Sekiro. Und ja, wir befinden uns in diesem blöden Anwesen immer noch. Letztes Mal durch einen Feuertod gestorben, was sehr blöd war. Aber wir versuchen es jetzt nochmal. Und versuchen es mal ein bisschen. Ja, am besten so, dass wir es auch irgendwie schaffen. Alles andere wäre ärgerlich. Ein bisschen vorsichtiger angehen. Ja, viele Feuerbögen schützen hier. Dass die uns jetzt gar nicht die Chance haben, uns zu treffen. So, den will ich haben da als erstes. Und der läuft mit seinem blöden Bogenschützen. Zwei, ne? Hätte man auch anders lösen können, aber das ist für mich so die schnellstmögliche Möglichkeit gewesen. So, jetzt nur den Dicken da auch nochmal killen. Oh, du fettes Schwein! Weg bist du! Ja, ist auch weg. War jetzt vielleicht nicht so clever, aber nervt ja trotzdem, wenn der da ganz rumhängt. Und... Mist, ey. Immer wenn er so ein... Da muss ich echt zweimal hauen und dann geht's nicht mehr, ne? Okay. Bringt noch schnell was. Und dann geht's hoch zu Fadi. Den müssen wir, glaube ich, nicht mehr nochmal reden, ne? Ein müssen wir noch reinkommen. So, hier gab es noch einen Weg runter. Oh Mann! Bin doch gesprungen. Ich bin doch gesprungen. Was soll das denn? Thank you.
Mann, ey. Gibt's doch gar nicht. Ist der jetzt kein... Ach komm. In der Ernst. Ja. Gibt's doch gar nicht. Trifft er mich? So super ausgewichen, fand ich. Naja, egal. Ich bin zu hektisch. Ich darf nicht so hektisch sein. Ich muss eigentlich das viel ruhiger angehen, glaube ich. Aber... ich tue es nicht! So. In die Höhle rein. Trinken erst noch was. Das wäre eine Fackel. Eine lebende Fackel war. Anwenden mit Halt. Sie sind ernst. Wie konnte ich denn da einfach so rausspringen? Wie cool war das denn bitte sein? Ach, da kann man speichern, das ist auch nicht schlecht. Finde ich ganz gut eigentlich. Ja. Super! Wir rasten! Wir werden wahrscheinlich noch auf den Bosskampf hinauslaufen hier irgendwo. Zumindest. Oh nein. Da sind auf jeden Fall einige da hinten, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf zähle ich. Bogenschützen auch. Wunderbar. Also einen Kampfstil einfach hier hin. Man hätte auch von oben schleichen können, das sehe ich gerade. Aber naja. So sind wir nicht, ne? Löschbruder. Alle niedergemetzelt hier. Das ist nicht nett von denen.
Göttliches Konfetti. Nee, ist hier nicht. Okay. So, müssen wir den Tempel finden, damit wir da reinkommen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, dann ist auch noch hier drin. Lass mich hier rein. Alter, hau ab! Alter, komm! Mann! Das muss doch mal möglich sein, ohne dass er mich trifft. Lauf! Uns ganz in Ruhe auf ihn hier konzentrieren, hoffe ich zumindest. Ah, da geht es schon. Wir müssen wegrennen vor ihm. Du bist weit gekommen. Ja, das ist nicht. Hör mich an! Mein Name ist Nogamika! Oh.
weg, 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 weg! Alter! Wie gut, dass der Typ, der da geholfen hat. Gut, dass er da stand. Ich konnte gar nicht so schnell lesen, was er gesagt hat. Die Hilfe bekommen. Aber vielen Dank dafür. Wie cool ist das denn? Cool, dass du da warst. Keucht. Der Kampf hat diesem alten Körper schwer zugesetzt. Was geschafft. Los. Geh weiter. Yes. Hui! Hier sind auch noch Gegner. Ach, scheiße. Ich dachte, ich wäre jetzt hier durch irgendwie. Das bin ich nicht so. Noch ein Gegner, das weiß ich. Besser. Schnappen wir uns auch nochmal schnell, wie jetzt der uns auf einmal gleich im Weg ist. Spuder. Noch was? Hügelchen, perfekt. Nehme ich jetzt immer noch nicht, weil da vorne können wir ja gleich speichern. Macht natürlich keinen Sinn, die jetzt zu verbrauchen, oder? Oh, gute Frau, was ist los mit dir? Sohn des Uhus. Ich hatte eine schreckliche Vision. Eine schreckliche Vision. Es strömte heraus. Mehr und mehr. Es wollte nicht mehr aufhören. Nicht aufhören! Der junge Herr befindet sich tief im Wohnhaus. Mann, das kann man nie wissen. Der junge Herr könnte dich brauchen, abtrünniger Shinobi. Geh zu ihm, ja? Okay. So, wir rasten kurz. Und dann? Noch mal kurz hier drüben. Gar nichts. Jetzt hier weiter. Ihr. Der junge Herr ist. Ich würde da lieber nicht hineingehen. Schreckliche Illusionsmagie. Nur Knallsamen können sie bezwingen. Nimm das. Es ist nicht viel. Aber mehr habe ich nicht. Knallsamen. Lärchensporn-Samen machen ein lautes Geräusch, wenn man sie knackt. Nützlich, um Illusionstechniken zu brechen. Illusionen werden immer von jemandem erschaffen. Um zu zerstören und zu unterdrücken, muss man den Schöpfer der Illusion besiegen. Okay. Mhm. Ah, Schlüssel benutzt.
Ja, ganz ehrlich, wenn das keine Falle ist, was dann? Wenn das keine Falle ist, was soll denn sonst eine Falle sein? Ich meine, der Junge steht einfach mal so gut 30 Meter weg von mir. Und der Raum ist riesengroß. Dann wollen wir denen das Gute tun und in die Falle laufen. Vater? Mutter? Ach, beide tot. Die Schmetterlinge. Sie sind fort. Alle sind fort. Kurosawa. Illusionstechnik. Es ist lange her. Sohn des Uhus. Schmetterling. Geht jetzt. Wer ist... Tut, was nötig ist. Oh, ja. Oh. Ach mein Gott. Also, unser nächster Tod steht bevor. Nun gut, Sohn des Uhus. Sollen wir tanzen? Ja, ein Jive bitte. Ein Quickstep. Vitalität und je niedriger die Vitalität, desto langsamer die Haltungserholung. Je langsamer die Erholungsrate wird, desto röter wird die Haltungsanzeige. Gegen Feinde mit schneller Haltungserholung ist der Ausweichkonterangriff ideal. Bei niedriger Vitalität des Feindes sind Angriffe gegen die Haltung sehr wirksam. B Ausweichschritt, dann RB Ausweichkonterangriff. Okay. Schmetterling. Du stirbst, wenn du an dir zweifelst. Ah! Alter, was ist denn los mit dir? Okay. Die ist ein bisschen biestig. Ach, Quatsch, ey! Okay. Beeindruckend. War klar, dass das Illusion war. Hätte mich auch zu früh gefreut. Okay, weil wir haben ja so von dem was bekommen. Auch hier, was ist das? Wie sehr ich mich gefreut habe gerade.
Okay. Ich gebe zu. Hat mich überrascht. Hat mich hammer gefreut gerade. Aber naja, wie man sieht, war sie doch härter als gedacht. Gut, machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, ja, tschüss.